Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Jetzt geht's los. Die Gäste haben Anstoß von links nach rechts in den weißen Trikots. Der SV Lippstadt. Von rechts nach links in den Traditionsfarben Schwarz und Rot. Na, interessant, wie sich die Gäste da im 16er aufstellen. Und da kommt die erste Chance der Partie. Schuster, der sich den Schmerz in der Schulter wohl rausgelaufen hat. Das ist ein gutes Zuspiel. Das ist die erste richtig gute Chance. Aber das ist ein bisschen kläglich vergeben von Ramin Safi. 16. Spielminute. Das ist ein klasse Ball von Hoffmeier. Genau in die Schnittstelle, genau richtig temperiert. Und dann bleibt er vor Westphal einfach nicht cool. Und jetzt werden die Lippstädter den Ball nicht ins Aus spielen, das ist klar. Vielleicht mal eine Schussmöglichkeit. Links ist jetzt der Ball im Tor. Nein, doch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine Chance. Das ist ein klasse Zuspiel für Phil Halbauer und mit einem satten Linksschuss. Halbauer, der Kilometer macht, das ist Wahnsinn. Wieder Platz, Halbauer. Und jetzt ist die Möglichkeit da. Latte! Wahnsinn! Bin gespannt, wie lange der noch hier im beschaulichen Lippstadt spielt. Schauen wir auf Viktor Meier. Meier setzt sich dadurch in Zweikampf. Das ist natürlich kein Foul. Viktor Meier! Und erste Tat von Thiago Estevao. Möller. Das ist brutal stark. Das ist ein super Zuspiel. Das ist das 1:0. Und es ist eingeleitet von Tom Möller. Wie könnte es anders sein? Henry Matter mit der Führung. Schauen wir nochmal drauf. Super Zuspiel. Genau richtig getimt. Genau zwischen die Innenverteidiger. Da kommt Flottmann nicht mehr hinterher. Und ich meine, die eigentliche Nummer 2, die Nummer 1 trägt, Thiago Estevao, sieht dann nicht gut aus. Würde ihm nicht gerecht werden, aber ein sehr unglückliches Spiel. Genauso wie dieser Mann. Safi setzt sich da aber jetzt durch gegen drei Mann. Da ist Schaub. Da ist die Möglichkeit. Es ist kein Abseits. Und das ist eine super Parade von Steffen Westphal. Ball ist geklärt. 55. Minute, erste Chance im zweiten Durchgang für die Gäste. Ballverlust von Maik Mika. Und der tut weh, aber nicht, wenn du so einen Teufelskerl im Kasten hast wie Steffen Westphal. Super Parade. Ball ist zu weit. Oh, der Ball ist im Tor. Was war das denn für ein krummes Ding? Und da sage ich noch im Flug, der Ball ist zu weit. Und dann ist er im Tor, weil Thiago Estevao, die eigentliche Nummer 2. Es ist der Freistoß von Matter. Der ist noch nicht hinter der Linie und dann müsste es Viktor Meier sein, der den Ball über die Linie drückt. Ecke kommt. Westphal ist da. Gibt nochmal die Flanke. Traoré. Und dann ist das Spiel zu Ende. Dank einer Klasse. Kämpferischen, dank einer klasse taktischen Leistung gewinnt der SV Lippstadt hier hochverdient, das muss man sagen, hochverdient gegen den klaren Favoriten aus Rödinghausen und behält den perfekten Start. 9 Punkte aus 3 Spielen, Wahnsinn. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja. Hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt es ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren.